Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier beim offenen Kanal. Ich stehe hier auf dem Marktplatz und Sie sehen über mir das Schild Weihnachtsdorf. Im letzten Jahr, im Jahr 2020, fiel ja das Weihnachtsdorf praktisch aus. Und in diesem Jahr, 2021, hat der Organisator, der Peter Heinen, wieder die Initiative ergriffen. Und ich freue mich gleich auf ein Interview und er wird uns sagen, was alles jetzt hier bei dem Weihnachtsmarkt 2021 zu beachten ist. Ja, liebe Zuschauer, neben mir Peter Heinen. Ich konnte ihn loseisen. Er ist die ganze Zeit schon ein paar Tage, ein paar Wochen in Vorbereitung. Peter, wie lange dauert die Vorbereitung und seit wann bist du jetzt hier mit dem Weihnachtsmarkt, mit dem Weihnachtsdorf in Andernach beschäftigt? Also wir sind jetzt schon dran, 2 Monate. Durch die lange Einlagerung hatten wir viele Reparaturen. Wir mussten einige Sachen ganz erneuern. Und wir wollen natürlich auch wieder neue Sachen bringen, die das Weihnachtsdorf wieder attraktiver machen. Jetzt stellt sich die Frage, überall Weihnachtsdorf, das heißt, man kann nicht hin, man soll nicht hin. Welche Auflagen müssen beachtet werden? Was hatte man dir für Auflagen gegeben? Also eigentlich hat das Land Rheinland-Pfalz ja Märkte, Weihnachtsmärkte freigegeben, dass man diese offen bespielen darf. Aber uns ist die Gesundheit der Besucher sehr wichtig. Und wir haben dann mit der Stadtspitze abgeklärt, dass das Weihnachtsdorf unter der 2G-Voraussetzung, geimpft und genesen, diese Besucher dürfen rein. Zusätzlich dürfen Kinder bis 11 Jahre rein und Schüler bis 17 Jahre ohne Test oder Nachweis. Jetzt sagt man hier, dürfen rein. Wer entscheidet, wo wird kontrolliert, was wird kontrolliert? Also wir werden die Eingänge umgestalten. Das heißt, zur Schafbachstraße hin wird ganz geschlossen. Das wird nur Notausgang und Rettungsweg. Das wird mit Toren verschlossen, die von innen zu öffnen gehen. Und der Ein- und Ausgang wird dann gestaltet Richtung Bahnhofstraße. Auch mit einem Einbahnsystem. Das heißt also nur Eingang rein, Ausgang raus. Und dort wird dann kontrolliert, ob die Personen, die jetzt das Weihnachtsdorf besuchen möchten, die Voraussetzungen erfüllen unter 2G, genesen, geimpft. Kinder bis 11 Jahre und Schüler bis 17 Jahre können ohne Nachweis rein. Genesen oder geimpft, jetzt kontrolliert kann man mit dem normalen Impfpass, wo jetzt draufsteht, hier, ich bin dann und dann geimpft worden, oder muss man den QR-Code mitnehmen? Der QR-Code ist natürlich einfacher. Wenn Sie aber nur in Papierform haben, ist auch möglich. Ja, und Schüler bis 17 Jahre, die werden ja in der Schule getestet. Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen noch die Schüler mit bis 17 Jahre als Ausnahme. Und die Kinder bis 11 Jahre sind ja sowieso frei. Jetzt haben wir hier die Hütte, die ja geboomt hat in den letzten Jahren. Also war immer sehr voll, auch sehr gemütlich. Wie sieht es jetzt dort drinnen aus? Also die XL-Hütte, unsere große Hütte mit der Bestuhlung, wo die Besucher sich auch hinsetzen und einen Aufenthalt genießen können. Da wurde eine Luftreinigungsanlage installiert, die also kontinuierlich die Luft reinigt, auf Bakterien und Coronavirus und andere Viren abtötet und die Luft wieder sauber und rein wieder ins Gebäude einfließen lässt. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, die lebende Grippe kommt. Gibt es eine Höchstzahl, also nur so und so viele Zuschauer dürfen da hinein? Eigentlich nicht. Die Höchstzahl ist eigentlich begrenzt durch die Veranstaltungsverordnung. Das heißt 500 Personen, aber die hat man noch nie hier drauf. Ja. Gut, jetzt wird da drüben die Krippe wird aufgebaut. Es sind also viele freiwillige Helfer auch noch hier von der Stadt. Jetzt hier die Buden, die wir hier haben, die werden alle wieder bestückt, so wie wir es in den letzten Jahren gewöhnt waren. Eigentlich schon, aber leider müssen wir dieses Jahr auf die Frau mit Imkerhonig und Met verzichten, da sie aus persönlichen Gründen leider nicht teilnehmen kann. Gut, jetzt Eröffnung dieser Hütte am Freitag. Wann geht's los? Freitag fangen wir an um 11 Uhr und dann wie all die Jahre auch 11 bis 20 Uhr oder je nach Betrieb maximal 21 Uhr. Und bei der Hütte ist es jetzt so, dass wir ja den Außenbereich haben, also vor der Theke und hinter der Theke. Und es wird aber im Gesamten unter der Gastronomieverordnung stattfinden. Das heißt also auch da nur mit 2G Zutritt.
Ja, meine Damen und Herren, kurz und schmerzlos hat Peter Hein jetzt erklärt, was uns erwartet. Also man kann einfach sagen, irgendwie gehört das Weihnachtsdorf in den letzten Jahren doch wieder zu Andernach, zur lebenden Krippe. Und vor allen Dingen, man trifft sich wieder und man freut sich, wenn man wieder draußen ein Gläschen Glühwein trinken kann oder eine Wurst essen kann oder ein Gräb oder so weiter haben. Ja, das ist das ja unser Anliegen. Wir hatten das Weihnachtsdorf ja damals geschaffen, damit man wieder einen Treffpunkt hat auf dem Marktplatz, dass das gesellschaftliche Leben stattfinden kann, eine besinnliche Vorweihnachtszeit hat und ein bisschen Vergnügen, wieder Kollegen treffen, Freunde treffen, die man lange nicht gesehen hat und hier einen schönen Aufenthalt haben. Ja, dann bleibt uns nur zu hoffen, dass alles in vernünftigen Bahnen läuft, dass wir keine Ausreißer nach oben oder nach unten haben. Könnte noch irgendetwas passieren, was das Weihnachtsdorf jetzt zum Fallen bringt? Ja, nur ein Lockdown, der von oben runterkommt. Ne? Also wir können nicht mehr machen wie 2G. Ne? Und es wäre ja sehr traurig, wenn sich die Leute alle impfen lassen oder genesen sind und so würden dann noch eingeschränkt. Ja, das stimmt. Peter, vielen Dank für die Auskunft jetzt. Wir haben dich hier wirklich von der Arbeit losgeeist. Meine Damen und Herren, der ist unermüdlich. Er sagt eben zu mir, jetzt bin ich nicht rasiert, ich habe euch einfach vergessen, aber er hat seine Sache gut gemacht. Peter Hein, danke und viel Erfolg. Ja, meine Damen und Herren, im Hintergrund die fast fertige lebende Krippe. Es dauert seine Zeit. Die Eröffnung ist wann? Eröffnung am 19. ist das Weihnachtsdorf eröffnet, aber das Krippenspiel geht ja am ersten Adventwochenende Freitagmittag los. Gell? Freitagmittag und die Zeiten bleiben, also Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 15 und 18 Uhr? Genau, ja, wie gehabt, machen wir das. Versuchen wir durchzuziehen, aber wird wohl klappen. Jetzt sind ja die Akteure, man wird älter und so weiter. Im letzten Jahr hatten wir ja kaum Möglichkeiten, hier irgendwas zu machen. Hat ein Austausch stattgefunden und wurde geprobt und wie sind die Leute, die Akteure drauf? Ja, die Akteure warten natürlich drauf, freuen sich. Es sind ein paar neue dabei, aber noch genug von denen, die wissen, wie es läuft. Und dann wird es halt eben gerade einmal Generalprobe am Donnerstagabend und am Freitag geht dann los und dann klappt das schon so unterwegs. Ja. Was könnte noch passieren, damit dass es wirklich nicht stattfindet, was wir gar nicht hoffen wollen? Ja, von uns aus spricht nichts dagegen. Also von den Leuten her ist das schon alles Geimpfte, getestet und so weiter. Wenn jetzt vom Staat was käme. Also wenn jetzt ein Lockdown käme, dann wäre alles weg. Ne? Ja, würde mich natürlich dann nicht so freuen, wenn wir dann wieder abbauen dürfen, ohne das benutzt zu haben. Aber das hoffen wir doch, dass wir das durchkriegen. Ich meine, haben wir jetzt so lange darauf gewartet und hingearbeitet, das wollen wir doch durchziehen. Das sind ja die ganzen Kostüme, der Hintergrund, alles, was noch abläuft, was gar nicht so mit gesehen wird. Perücke für einen Engel und ein Kostüm zerrissen, da was kaputt, zerschlissen und da muss man was neu. Meine Frau, die ist dann daheim Stunden beschäftigt, Kostüme waschen, flicken und gucken. Und also ist schon noch eine Menge auch im Hintergrund, gell, was sie so abtut. Ja gut. Es wird alles, meine Damen und Herren. Sie merken, also es sind nicht nur die Leute eingeboten, die man jetzt beim Krippenspiel sieht, sondern es ist auch einiges im Hintergrund, also die fleißigen Helfer, die man nicht sieht, aber denen auch unser Dank gebührt. Ja, euch wie gesagt vielen Dank, viel Erfolg und wir hoffen, dass es problemlos über die Bühne kommt. Danke für Ihr Interesse, machen Sie es gut. Mhm.